Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück hier zu Assassin's Creed Odyssey. Ich bin auf Mykonos, da vorne kann ich jetzt hin zum Anleger. Und dann schauen wir mal, dass wir Cleo hier abliefern. Denn hier auf Mykonos ist sie auf jeden Fall sicherer als in Korinth. Denn der Höker hat hier sicherlich hier keine Leute. Weil Mykonos haben wir befreit vom Kultabschaum. Und hier kann man jetzt frei leben. Und ich bin ziemlich sicher, dass Kyra sie auch sehr gut aufnehmen wird hier auf der Insel. Hoffe ich. Schön, dass ihr wieder dabei seid hier bei Assassin's Creed heute. Warum sind diese Dinger eigentlich alle immer umgekippt und alles läuft immer raus und alles liegt auf der Straße rum? Kann man die nicht stehen lassen? Ist das Absicht? Ah, ich dachte, sie kriegt noch einen Sprung hin. Sie ist aber auch echt entspannt hier, ne? Mykonos hier? Nichts los. Okay. Ich muss das Schiff noch herrufen. Na, muss ich mal gucken, wie ich hier am besten dann wieder wegkomme. Okay, rufe ich das Schiff und da müsste dann ja auch Cleo mit drauf sein. Und somit haben wir uns dann die ganze Schiffsfahrt um den Kontinent herum erspart. Du hast das Töten meiner Entführer mehr als wettgemacht, Söldnerin. Danke. Okay. Sag nächstes Mal die Wahrheit. Sei so gut und sag deinen Schwestern das nächste Mal die Wahrheit. Wir werden sehen. Gib mein Geld für etwas Sinnvolles aus. Und wünsch mir Glück. Viel Glück. Viel Glück. Okay, Escort Service. Quest abgeschlossen. 20.200 Erfahrungspunkte ist aber dafür, dass es auch so weit war, der Weg her, für die Zeit auf jeden Fall nett. Jetzt natürlich die Frage, ob ich nochmal jetzt mit Irene sprechen muss. Irina? Ja. Da. Dann muss ich jetzt wieder hier hin. Das Blöde ist, hier ist natürlich keine Schnellreise. So. Also, da jetzt wieder hin eine Schnellreise. Also, das ist heute ein Hin und Her hier. Aber es sind halt sehr, sehr lange Distanzen. Deswegen sehen wir uns gleich in Korinth. Und da sind wir auch schon angekommen in Korinth. Da 200 Meter, das ist ja, sind wir gleich da. Und dann sagen wir ihr mal die Wahrheit, dass sie aus Korinth verschwunden ist. Und was ihr auch nicht vergessen darf, da oben auf den Hügel, beim Tempel der Aphrodite, da hatten wir auch noch eine weitere Quest, die aber nicht mit zu Anthusas Aufgabe gehört, die ich aber auch noch machen möchte, weil die sicherlich auch interessant ist. Und hier das schöne Freilufttheater. So, jetzt erstmal dahin zum Hafen. So, gucken, ob hier wieder irgendwelche Söldner oder so sind. Wir hätten hier noch ein Fragezeichen für 50 Meter. Wären ja auch nochmal ein paar Erfahrungspunkte hier, ne? Das ist auch wieder ein Lagerhaus. Ich mach mich unsichtbar. Schatz plündern und so weiter. Und ein paar Sachen verbrennen. Ich kann's kaum abwarten. Ach, falsch gedrückt. Falsche Taste. Die hätte ich auch noch. Ich hätte sie ruhiger ausschalten können. Bei Zeus. Hä? Ein Schlag? Okay, aber es ist tot. Hey, ich hab geblockt. Beim Bate Zeus. Du hast keine Chance. So. Vorhin noch mit, oder in der gestrigen Folge mit einem Spartaner zusammengekämpft. Und jetzt schon wieder welche ausgeschaltet. So gehört sich das. Mal kurz den Vogel rausholen. Ach, guck mal, den Befehlshaber, den musste ich sogar töten. Siehste. Wieder Zeit gespart. Ich bin so gut. Achso, die beiden Dinger nur. Da ist ein Söldner. Er kommt. Er ist gekommen, um mich zu holen. Nein! Ich glaube, du bist gerade gestorben.
Ach ja, da kommt ja wieder der Tritt des Berserkers, oder was? Huppik. Oh. Schöner Ausweich-Ausweider. Der Ausweich-Ausweider. Gerade erfunden. So, der Söldner steht hier noch vor der Tür. Ich hab den Ort aber fertig, das Fragezeichen, ne? Ja. Ach ne, er spaziert noch ganz, ganz gemütlich. Na gut. Schnapp ich mir nochmal den Söldner. Kostet ja nichts. Es ist eine Dame. Nicht so kompliziert, damit ich mein Geld krieg. Du lebst ja noch. Okay, die hält aber gut was aus. Mit Giftwaffen hier. Willst du jetzt flüchten? Komm mal da runter. Hallo. Na, sie heilt sich da oben, ey. Was glaubst du, wer du bist? Oh nein. Ach. Muss natürlich wieder ein roter Anblick sein. Hm? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Fräulein. Okay, ich mache mal einen schweren. Für ihr Schild weg. Da hat sie mich noch unterbrochen. Und jetzt ist sie tot. Dankeschön. Oh, Anweisung eines Söldners. Habe ich wieder einen neuen gefunden, ne? Mhm. So, jetzt mal zum Hafen. Kultist des Kosmos. Aha, so eine Information hatte sie auch dabei. Bereit zur Enthüllung. Wem haben wir denn hier? Der Kosmos kämpft für Athen. Deshalb kämpft Athen für den Kosmos. Aha. Level 49, also es dauert noch ein bisschen. Was hat er hier für ein Set? Athena Heldenrüstung. Hm. Naja, das ist kein Set, das ich jetzt benötige. Aber okay. Söldner? Ach ja, habe ich auch freigeschaltet. Ich bin Rang 5 im Moment bei Söldner. Noch einige Ränge vor mir. Das war sie hier. Nee, das war die gar nicht. Die habe ich neu aufgedeckt, ne? Das war eben ja eine mit Schild und Speer. Okay. So. Jetzt wartet aber Irina auf die Antwort und die Information, was mit Clio passiert ist. Macht sich bestimmt schon Sorgen, weil wir so lange weg waren. So. Was ist passiert? Wo ist Clio? Sie ist in Sicherheit. Deine Freundin ist in Sicherheit. Nur das zählt. Sie ist also wirklich weg? Sie kommt nicht wieder. Nein. Danke. Ich gebe Antusa Bescheid. Dann werde ich morgen wohl allein zum Gebiet gehen. Und sie ist wirklich sicher? Du hast mein Wort. Ja, das stimmt wirklich. Folge dem Boot. 16.000. Nochmal da. Guck mal, 20.000 da, dann jetzt hier nochmal 16.000. Also es war schon echt eine lange Quest. Okay, sprich mit Antusa in ihrem Haus. Das heißt, wir haben jetzt die ganzen Quest so weit fortgeschritten, dass es jetzt Richtung Höker geht. Okay, da wohnt Antusa. Okay, interessant. Ich könnte vielleicht nochmal hier schnell da vorbeigehen und dann dahin. Dann habe ich das Fragezeichen mit. Hier, diese Quest meine ich. Die muss ich auch noch machen. Vorsicht zerbrechlich, aber ich denke mal, das gehört eh nicht mit zu dieser Höker-Aufgabe, dass ich das auch noch danach machen kann. Okay. Also, gehen wir zu Antusas Haus. Da wird sicherlich auch Phöbe wieder auf uns warten, oder? Die hängt da bestimmt auch rum. Okay, was haben wir denn hier? Das ist gar nicht hier. Was ist da? Diese Halle hier. Hier sind so viele Hallen. Eine Töpferwerkstatt. Schatzplündern 2 Stück. Und einmal Kriegsvorräte verbrennen, bitte. Danke. Wo sind die Kriegsvorräte? Nee, das ist ein Silo.
Da. Okay, dankeschön. Geht doch. So, was machen die Soldaten in der Töpferwerkstatt? Wollt ihr noch was lernen oder was? Okay, der ist, sieht hoch aus. Ja, das reicht. Einer weniger. Die gucken in die andere Richtung. Perfekt. Moinsen. So, du darfst Feierabend machen. Schön, dass du da warst. Löwen und Wölfe zähmen, damit sie für uns kämpfen. Oh. Zeit zu sterben! Du sagst es und schon bist du tot. Zeit zu sterben. Ich glaube, den Silo da zerstören, werde gleich wieder einen weiteren Söldner herrufen. Kopfgeld ist ja schon recht hoch. Irgendeiner rennt hier wohl noch rum. So, fertig. Die Töpferwerkstatt abgeschlossen. Das Silo ist nicht hochgegangen. Komisch. Jetzt. Jetzt hat's geklappt. Siehst du, da lacht sie. Ja, ja. Ah, guck mal, ey, das ist auch wieder so ein Ort, wenn man einfach mal hier so stehen bleibt, diese ganze Farbgebung mit verschiedenen Bäumen und so weiter. Und dann die Sonne, die dann da so durchscheint. Ja, man bleibt heutzutage in Spielen viel zu selten mal stehen und guckt einfach mal sich diese Arbeit an von diesen Designern, die das hier alles zusammengeschustert haben. Oh, Hähnchen. Bei dem muss man echt aufpassen. Das sind die gefährlichsten Gegner im Spiel. Spartanische Soldaten. Ja, ich weiß, ich hätte jetzt auch wieder reiten können, aber dann hätte ich mir die Bäume wahrscheinlich nicht so angesehen und die Grafik genossen. Genießt. Haha. Genossen meine ich selbstverständlich. Jawohl, Genosse. Ein Kultistenhinweis ist in der Nähe. Das habe ich letztes Mal ja auch die Nachricht hier gekriegt. Ich weiß aber nicht, wo der Hinweis sein soll. Ich sehe ja mich. Aber ich sehe ja auch mit dem Vogel hier nichts. Das war auch genau an dieser Stelle hier. Ein Kultistenhinweis ist in der Nähe. Wie sehen diese Hinweise denn aus? Nach was muss ich da Ausschau halten? Irgendwie komisch. Das Haus habe ich schon fertig, ne? Ja. Haus des Anführers, ja, da war ich schon mal drin. Bloß nicht sehen lassen. Antusa, ich bin da. Dein Plan ist aufgegangen. Die Schläger des Hökers haben mich angegriffen. Ich weiß. Ich habe auch gehört, dass sie dir keine Schwierigkeiten machten. Das war nicht mein erster Kampf in Korinth. Auch nicht dein letzter. Wir nehmen uns den Höker im Theater vor. Ich habe für ein korinthisches Drama gesorgt, das keiner vergessen wird. Brasidas sorgt sich, dass dem Tod des Hökers Anarchie folgen könnte. Er will ihn tot sehen. Aber es soll leise geschehen. Der Mann ist weit weg von Sparta. Wir sind in Korinth und machen es auf die Art der Korinther. Bringen wir ihn zum Theater? Ich will ihn zur Hölle bringen, auf jeden Fall. Aber ein Theater ist bestimmt witzig. Einverstanden. Es wird ein Spektakel. Triff mich und meine Mädchen dort. Die Öffentlichkeit weiß nicht, welch Triumph sie erwarten wird. Oh, okay. Das wird ein Spaß. Ist das Phöbel? Ja, ne? Ja. Wir haben Damales geholfen. Das hat Spaß gemacht. Mhm. Die chillt hier. Die chillt hier bei Antusa. Wo ist denn der Söldner hin? Hier war doch eben gerade einer. Da hinten. Geht vorbei. So, jetzt wieder zum Theater. Sind auch Hetären hier? Sonnenbaden angesagt.
Wie schön das hier ist. Guck mal, hier kann man auch erstmal zur Abkühlung erstmal schön durch den Pool laufen. Wo ist mein Pferd? Da. Wo kommst du? Wo ist er denn da hergekommen? So. Zum Theater. Da ist der Söldner. Okay, den habe ich schon mal gefunden. Oh, der Feuer und Hund. Ah. Oh, ich bin gleich tot. Okay. Vogel ist weg. Nee, Hund ist weg. Boah, noch eine Feuerbombe. Der ist aber ganz schön... Der ist höher, oder? Vom Level her? Oh, oh, oh. Wenn seine Feuerangriffe nicht immer wären. Komm. Boah. Heilung aus. Das ist ein echt ein gefährlicher Söldner, ey. Ausweichen. Komm noch mit Gift schnell. Nein. Nicht nochmal. Okay, doch. Ah, da hat es mich zerlegt. Feuerschaden im Spiel ist einfach echt übelst. Ist aber auch saugefährlich, weil man alles anzünden kann, auch um einen herum. Oder man hat einfach zu wenig Feuerresistenzen. Weil wenn die Gegner Gift auf mich machen, haut das ja auch ziemlich rein. Gefühlt mehr, als wenn ich mein Gift auf deren Gegner mache. Aber ich denke, das soll halt so sein, dass das... Es soll halt so gefährlich sein, wenn welche mit Elementar-Dings-Angriff ankommen. Bin ziemlich sicher, wenn ich Feuerwaffen nehme, dass das dann nicht so heftig ist, wie die bei mir den Feuerschaden reindrücken. Okay. Guck mal, da ist wieder ein Söldner mit einem Hund, aber das ist nicht der, den ich gerade bekämpft habe. So, ich will aber jetzt gerne wirklich die Quest mit dem Höker machen. Deswegen bezahle ich mal schnell das Kopfgeld, damit das weg ist. Und ich hier nicht noch mehr aufgehalten werde. So. Los geht's. Und ich wollte einfach nur vorbeireiten, greift mich der Söldner halt gleich an. So. Oh, Ziegenbock! Oh, dachte schon. Man könnte ja so viel Geld in dem Spiel verdienen mit Tierkämpfen. Ziegenböcke gegen Hühnchen, alle gegeneinander. Dann noch aggressive Wildschweine dazu nehmen. Level 32. Den hätte ich wahrscheinlich geschafft, den Söldner, aber nee. Jetzt sind wir gut mit Söldnern hier. Auch immer schon wieder sehr interessant, wie viele Zivilisten sich gerade wieder in dem Kampf mit eingemischt haben, ne? Okay. Also viel groß besucht ist das Theater ja gerade nicht. Triff dich. Guck mal, da sind Kultistenwachen. Da waren eben Kultistenwachen da oben. Die habe ich am Wappen vom Schild gesehen. Auf der Tribüne. Ha. Huh. Na denn, hat er seine eigene Leibgarde hier auf jeden Fall auch dabei. Mal gucken, was das jetzt für ein Spektakel wird. Okay. Ja, da genau, da sind die. Die habe ich gesehen. Du wolltest also ein scheiß Schauspiel? Damit du die Gesichter all jener siehst, denen du Unrecht getan hast. Ich werde ihre Gesichter in dein ach so kostbares Blut tauchen.
Myrine hätte genau dasselbe verdient. Da ist er ja. Jetzt kämpfe ich mit dem hier im Theater, oder was? Oh, es gibt eine Rückblende mit Cassandras Mutter, Myrine. Was hat der Höker denn du mit ihr gemacht? Du wirst nie über diese Straßen herrschen, du Hund! Oh doch, du kannst dein hübsches Gesicht darauf verwetten. Nimm deine dreckigen Hände! Und wenn ich es tue, reiße ich dir den verdammten Kopf ab und schicke ihn dem Kult als Beweis. Okay. Die mochten sich also auch nicht. Wer kann ihr das verübeln? Der Höker ist schon echt ein Idiot, ey. Aber er hat jetzt hier ins Theater sein Paddel mitgebracht. Für eine Runde paddeln. Du kanntest meine Mutter? Sie hat mir nichts als Ärger gemacht. Aber das bekommt sie zurück. Wenn ich mit dir fertig bin, finde ich deine Mutter und bringe ihr deinen verdammten Kopf. Nicht, wenn ich ihr deinen zuerst bringe. Du wirst nicht mehr viel sagen können, wenn ich dein Hirn über die Bühne verteilt habe. Verpiss dich aus meinen Straßen! Sie gehören dir nicht länger. Was eine Ausdrucksweise, die hier wieder an... Verpiss dich aus meinen Straßen! Okay, nochmal. Ausdrucksweise. Der Höker. Der gibt mir hier spartanischer Heldenhelm. Das spartanische Set dann, ne? Kriegerschaden und Schaden gegen Athener Soldaten, naja. Für ein Set ist es euch ein bisschen lame. 50% Kriegerfähigkeitsschaden, okay. Naja. Nicht für mich, nicht für meines gelungen. Der Höker, der ist hier unten, da ist er. Okay. Du willst gegen mich kämpfen! Ja, du bist verrückt! Gift auftragen. Nice. Schön. Perfektes Ausweichen. Okay. Und nochmal hacken. Solange hier noch extra Damage aktiv ist. Er leuchtet halt die ganze Zeit rot, ne? Gerade. Oh, der hat noch gesessen. Ey. Komm mal ab hier. Guck mal, die halten nicht so viel aus. Vielleicht immer schnell weghacken. Nice. Okay. Einer von seinen Leibwächtern schon mal weg. Der mit dem Schild. Oh, der hat ja gar kein Leben. One hit. So. Und jetzt bist du dran, mein Freund. Okay, er wird wieder rot. Oh. Hey, wie kann er mich denn da erwischen, wenn ich hinter ihm bin? Er kann halt die ganze Zeit seine mächtigen Angriffe hier nicht parieren oder irgendwas. Und zack. Einfach seine Combo abwechseln hier, dann ein bisschen perfekt das Ausweichen. Dann den hier. Und gute Nacht, mein Freund. Er lebt noch. Ach, ich musste noch mit ihm reden. Ja, die letzten Worte eines Hökers. Okay. Einwohner von Korinth. Erblickt das Wiesel, das euer Brot stiehlt. Die Plage, die euer Korn verdirbt. Er gehört mir. Nö, das sollen die schon unter sich regeln. Du hast lange genug darauf gewartet, ihn in die Finger zu kriegen. Es wird mir ein Vergnügen sein. Oh, alter Schwede. Geht es dir besser? Ich habe mich danach gesehnt. Er hatte all das verdient. Und du verdienst Antworten. Komm, lass uns unter vier Augen sprechen. Die Hetärin sollte man nicht verärgern. Aber so wie er die Damen da behandelt hat mit seiner Folterkammer, geschieht ihm das doch recht, oder?
Aber wer weiß, der war so sadistisch veranlagt. Wahrscheinlich hat er das gerade noch genossen. Oh, Alter, die haben ja aber ganz schön weggemessert, ey. Puh. Huiuiui. Da möchte man nicht in seine Haut stecken. Aber wer schlecht hökert, der soll sich nicht beschweren. So, jetzt unter vier Augen noch ein Gespräch mit Antusa. Mal gucken, was sie uns jetzt erzählt. Sie wollte uns Informationen geben über Myrene, wo wir sie jetzt weiterfinden, wo wir danach hin können. Ich kann dir gar nicht genug für alles danken. Und endlich kann ich auch mal Alcibiades dankbar sein, weil er dich schickte. Es steckt mehr in ihm, als man vermuten würde. Er wusste, dass du Korinth von diesem Monster befreist. Es war zum Wohl der Stadt. Alle profitieren, alle gewinnen. Du hast dich als wertvolle Geschäftspartnerin erwiesen. Wo wir beim Geschäft sind, du schuldest mir etwas. Ja, Myrene. Sie kam und verließ Korinth in Eile, doch sie hinterließ bleibenden Eindruck bei mir, wie ein großer Sturm. So ist sie schon immer gewesen. Eine starke Frau, von großer Intensität. Sie suchte ihren Platz hier in Korinth, doch sie fand nicht, wonach sie sich sehnte. Du sprichst gütig von ihr. Du warst ihre Freundin. Vielleicht oberflächlich. Sie war erfüllt von einem Schmerz in ihrem Innern, den niemand durchdringen konnte. Okay, und wie habt ihr euch kennengelernt? Wie habt ihr zwei euch kennengelernt? In dieser Nacht regnete es in Strömen. Ich sah sie auf der Straße schlafen und bot ihr Obdach. Sie war eine Landstreicherin? Ich frage mich, was Vater davon hielte. Ich weiß nicht, was ihr passiert ist. Sie sagte mir nur, dass sie den Ort verlassen hatte, der sie entzweite. Sparta. Ja, da hat sie die Familie verloren und ist deswegen gegangen, ja. Und was hat sie in Korinth gemacht? Fand sie Arbeit? Sie blieb für sich, ein Auge immer auf den Hafen gerichtet. Sie hätte bei uns bleiben können, aber ich denke, sie suchte nach etwas anderem. Das denke ich auch. Und was hat sie über Sparta erzählt? Hat sie nichts über ihre Vergangenheit erzählt? Ein Mann, ihre Familie? Gar nichts. Der Gedanke an Sparta betrübte sie nur. Es war, als würde ein Teil von ihr fehlen. Okay. Sag mir, wo sie als nächstes hinging. Und nach Korinth? Wohin ging sie dann? Nun, das weiß ich nicht. Sie muss dir einen Hinweis gegeben haben. Ich glaube nicht, dass sie wusste, wohin sie gehen wollte. Alles, was ich weiß, ist, dass sie beim Würfelspiel ein Schiff gewann. Aha, nett. Tücher schuldete ihr wenigstens das. Ich erinnere mich an den Namen des Schiffs. Klang der Sirenen. Klang der Sirenen. Es war berühmt dafür, jedes Hindernis, das Poseidon bereithielt, zu überstehen. Hab Dank, Antusa. Mögen dich die Götter mit sanftem Blick bedenken. Besuch mich jederzeit. Ich halte dich über Korinth auf dem Laufenden. Es scheint, mich erwartet eine interessante Zukunft. So wie mich. Ja. Noch einiges vor uns. Wenn ich jemanden finden kann, der das Schiff kennt, komme ich ihr langsam näher. Ja, das denke ich auch. Okay, Männer des Hökers kann ich jetzt auf dem Schiff, toll. Die will doch niemand haben. Okay, vieles gerade wieder freigeschaltet und eine schöne Questreihe hier in Korinth gewesen, auf jeden Fall. Für den haben wir Details, aber nur eins bisher. Xiphos des Dionysos. Richtig cooles Schwert hier. Attentatschaden, Kriegerschaden, Schaden mit der Fähigkeit Heldenschlag. Das ist süß, cool. So, ein Schwert. Dann für Schiff, ja, da könnte ich dann hier die Besatzung ändern, aber ich bleib dabei bei Mädels. Finde ich dann doch angenehmer. Fähigkeitspunkt. Habe aber nichts zum Lernen, weil alles kostet. Er geht jetzt nur bei Speerstufe 5. So, na gut, Leute. Das war heute mal wieder eine interessante Folge. Mal gucken, was ich in der nächsten Folge mache. Ich finde da sicherlich auch noch eine weitere Quest. Wenn nicht, da oben am Tempel, da gibt es noch eine weitere Quest, die ich auf jeden Fall noch machen muss hier in Korinth, bevor ich hier den Ort wieder verlasse und weiter auf der Suche nach Myrene gehe. Also, vielen Dank fürs Einschalten, danke für eure Unterstützung hier beim Video und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao.